Hallo und herzlich willkommen zu H1Z1. Ja, wir stehen mitten im Wald, es ist dunkel, neuer Char. Wir haben uns ja in der letzten Episode erschießen lassen. Ne, das klingt hart. Ich habe halt einfach eine Konfrontation gesucht, das waren halt zwei Leute. Und der eine hatte mehr Schüsse als ich. Und da ich das Gefühl habe, dass H1Z1 langsam auch so ein bisschen abebbt, habe ich mich jetzt mal auf einen vollen Server begeben. Hier war sogar eine Warteschlange. Und ich mach mal hier nochmal eine kleine Runde. Ah, Gott. Zombie. Erschreck mich doch nicht so. Und ich denke mal, das wird erstmal die letzte Runde, je nachdem. Also ein, zwei Folgen werden es vielleicht. Da müssen wir gucken, wie lange dieser Char jetzt hier auch lebt. Wenn ich jetzt hier gleich erschossen werde und dann wiederkomme. Also, ich weiß es noch nicht. Ein, zwei Folgen werden es vielleicht noch. Und dann werden erstmal nicht mehr täglich reguläre Folgen kommen. Sobald ich Footage vom Battle Royale habe, werde ich die auf jeden Fall nachreichen. Also ich habe schon ein bisschen Footage, aber das ist noch nichts, wo ich sage, oh, das ist aber spannend dazu zu gucken. ist es nämlich wirklich noch nicht. Aber dann, das werde ich auf jeden Fall machen und dann kommen regelmäßig Videos oder wie regelmäßig hängt einfach vom Entwicklungsrhythmus von Sony ab. Sobald neuer Content kommt, der würdig ist, ihn zu zeigen, werde ich dann neue Videos machen bzw. euch dieses Footage auch auf meinem Kanal zur Verfügung stellen, dass ihr gucken könnt, hey, was hat sich verändert? Und hey, das T-Shirt ist doch leer. Hier fliegt gerade irgendwo ein Flugzeug. Ich sehe es nicht. So, hier müssen wir natürlich einiges erstmal wieder neu lernen. Ist ja wie gesagt ein neuer Server. Da hinten fliegt das Flugzeug. Ihr seht es vielleicht gerade da. So, Crafting. Bow. Das Bündel nehmen wir auseinander und dann craften wir noch ein paar. Müssen wir erst lernen. Ein paar Pfeile. Genau, da. Also das ist so der Fahrplan. Ich habe auch schon ein Projekt als Ersatz im Kopf. Aber da warten wir mal ab. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. So, noch ein paar Pfeile bauen. Plam, 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 plam. So, den einen, den wir hier aus Versehen gedroppt haben, den nehmen wir auch mit. Und mal gucken, was hier so abgeht auf dem Server. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist ein europäischer Server. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Irgendwas mit A. Abaddon. Irgendwie sowas. Hier hatte ich eine Warteschlange, eben um drauf zu kommen. Ist wie im Battle Royale. Da gibt es ja auch mal die Warteschlange. Wenn du nicht Glück hast und instant rein switcht, was mir erst ein einziges Mal passiert ist. Und ja, schauen wir einfach mal, was hier so passiert. Ich werde hier ruhig schön aktiv spielen, also angreifen und hier ist die Map zu Ende. Wow. Spitze. Denke ich zumindest. Ja, da sind die Schilder. Ich habe es schon gesehen. Dann laufen wir doch in die Richtung. Also ich werde hier nicht jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, mich verstecken, um zu überleben. Das, nö. Dafür sind wir nicht einsamer Wolf genug. Da habe ich dann auch einfach die Lust der Konfrontation. Macht auch einfach mal Spaß, einfach hier voll auf Krawall gebürstet durch die Welt zu laufen. Kleine, also selber als Newspawn, andere zu jagen, das ist ganz witzig. Die schimpfen dann auch so schön, da wundere ich mich immer. Hey, du hast nichts zu verlieren, nichts. Weißt du, wenn ich dich da ums Mac, da ist es vielleicht sogar schon, also mir ist es auch schon passiert, dass ich allein wegen einem T-Shirt dann den Kampf suche. Weil ich schrotte ja mein T-Shirt am Anfang. Und manchmal laufen ja frisch gespawnte, die finden halt per Zufall auch ein T-Shirt. Oh, hier geht das aber tief runter. Und dann will ich dieses T-Shirt. Wie das halt in solchen Spielen ist. Und dann wirst du halt zum Berserker, nur wegen einem T-Shirt. Ja, so ist das. Speicherplatz, ne? Kannst mehr Zeug mitnehmen.
da kommt dann auch der Bär im Mann raus, weil es sind ja alles männliche Tars hier. Es soll jetzt die Tage auch eine Roadmap kommen für H1Z1, was dann so von Sony geplant ist. Bin ich gespannt. Ich habe aktuell keine Ahnung, wo laufen wir eigentlich hin. Irgendwie, ich laufe mal noch ein bisschen weiter Richtung Mond. Was überhaupt denn so für... Oh. Für Content geplant ist. Ja, super. Es fehlt hier alles. Dann bringt das Auto hier am Arsch der Welt auch nichts. Oh, ich habe gerade... Das wäre doch mal was, wenn du hier mitten im Wald ein Auto findest, wo alles drin ist. Oh, wie cool wäre das. Auto gefahren bin ich noch nicht. In H1Z1 bis jetzt. Ich habe im Battle Royale auch noch nicht das Glück gehabt. Also, mein Glück besteht immer darin, entweder in der Stadt zu spawnen, wo ich ungerne runterkomme. Oder am Arsch der Welt. Und dann sind die Autos immer schon weg. Aber, wie gesagt, sobald ich da auch mal im Auto sitze oder Footage habe, um es zu zeigen, dann seht ihr das auf diesem Kanal. Also guckt regelmäßig vorbei, wenn es euch interessiert. Auch wenn nicht mehr regelmäßig H1Z1-Folgen kommen. Aber hin und wieder werden auf alle Fälle welche über eure Bildschirme flattern, wenn ihr das wollt. So, hier ist eine Hütte. Na, ist sogar schon ein Lager, aber das sieht aus, als ob da schon ein bisschen... mit Liebe gebaut wurde hier, mit den ganzen Sticks, und der Wald ist hier zu Ende. Hallo Zombie. Oh. Es geht schon wieder los. Oh, was? Ja, ich muss tiefer spielen. Wenn die so dicht sind, habe ich echt Probleme, gescheit auf den Kopf zu zielen. Wow, zwei ganze Scrap of Clothes hat er dabei. Ich will mal kurz was... Nö, leckt nicht. Ich dachte gerade, das leckt ein bisschen hier beim Spielen. Aber ist alles gut. Hübscher Mond, muss man wieder mal sagen. Aber das sind Sachen, die sind in Spielen heutzutage, sehen immer besser aus. So Sonnenstrahlen, Mond, Himmel, das sind alles Sachen... Von Spiel zu Spiel. Einfach alles top. Also gerade auch solche Spiele hier, wie die jetzt, sage ich mal, nicht so den Überwert auf Grafik legen, ja. Da hast du halt tolle Effekte. Und hinten, wir sind in der Stadt angekommen. Auch The Forest hat ja wahnsinnig gut aus den Sonneneffekte. Stranded, Deep Stranded habe ich gesehen. Spiel, was ähnlich aufgebaut ist wie The Forest. Da sieht das auch schon ziemlich gut aus. Das sind alles so Spiele, als ob die das so nebenbei mal so aus dem Ärmel schütteln. Ach, übrigens, guck mal, wir haben hier total geile Effekte. So, da lag ein frisch toter Zombie. Der kann erst vor kurzem umgebracht worden sein. Manchito, Takito. Jo, da sind wir gerade. In Ranchito Tanquito. Den Ort haben wir jetzt schon öfter besucht. Schauen wir mal, was hier abgeht. Kommt man hier jetzt dadurch nicht rein? Ich werde bekloppt. Echt jetzt? Nicht, dass hier die dieses Haus hier zu ihrem Lager gemacht haben. Na komm, ich will hier mal die lichte Hasenfalle. Ein Grill, hier ist eine Kiste. Nichts drin. Auch nichts drin.
überall Stachelfallen hier aufgebaut. Ja, da hat sich aber einen Spaß gemacht. So, kommen wir dann jetzt hier noch irgendwie... Ach, hier. Hier ist eine Treppe. Alles klar. Können wir einfach hier rüber springen. Zapp. Die Musik wird wieder dramatisch. So, bitte eine Shotgun für den Kaisi. Ihr kennt das Spielchen. Aber dadurch, dass er natürlich auch hochfrequentiert ist, dieser Server, glaube ich, wird das mit dem Loot hier schwerer denn je. Es sei denn, wir finden irgendwie was frisch gespawntes. Ich denke mal, anders wird es nicht laufen. Habt ihr das gerade gehört? War das jetzt noch mein Schritt? Also hier wirst du auch paranoid, ne? Aber ganz, ganz flink wirst du hier paranoid. Ganz schlimm. Das ist, wenn die Chars machen so eine Art Nachtritt. Wenn du stehen bleibst, dann hörst du den Sound noch von deinem theoretisch nächsten Schritt, den du machen würdest, den du aber nicht mehr machst. Das ist eigentlich so der Knackpunkt, der einen dann immer sofort mit den Ohren schlackern lässt und die Augen werden groß. Da lief gerade ein Zombie. Und wir haben wieder einen Robin Hood-Schuss gemacht. Also hat hier einer so viel Zeit gehabt, Sticks zu sammeln. Überall diese Punity-Sticks. Ich werde bekloppt. Oh, und es wird hell. Halleluja. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß, ehrlich gesagt. Ah, hier ist auch echt nirgendwo was drin. Ich glaube wirklich, hier an Loot zu kommen. Das, oh Gott, ein Bär. Das wird schwer. Ein Bär. Wenn ich den Bär nur sehe, kriege ich schon wieder eine Krise. Da denke ich dann an unsere mörderische Verfolgungsjagd. Man sollte sich ja sowieso nicht mit dem Grizzly anlegen. Das wussten schon die Indianer. So, schauen wir mal hier in den Kühlschrank. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Missile Bag gekriegt von der letzten Battle Royale Runde. Da muss ich aber gestehen, um auch mal ehrlich zu sein, in dieser Battle Royale Runde, das kann einem halt auch mal passieren, ich bin wirklich am Arsch der Welt gespawnt. Also wirklich. Total ab vom Schuss bin ich gespawnt. Bin dann auch noch aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen. Ja, man hat einen Kompass und eine Karte. Ich habe es trotzdem geschafft. Die Stelle sah für mich so bekannt aus, dass ich dachte, ach, da musst du lang. War nicht so. Und ja, dann bin ich so rumgelaufen. Dann fing die Gaswolke an, das, was sozusagen das Spielfeld immer kleiner macht. Und während ich da einfach rumgelaufen bin und versucht habe, irgendwie Anschluss an andere zu finden, ich hatte auch Munition, Waffen, alles am Start, nur kein Auto, da sind immer mehr Leute gestorben, bis ich irgendwie nachher unter den Top 40 war, als ich dann gestorben bin. Allerdings nicht durch einen Spielereinfluss, sondern einfach die Gaswolke. Und das war ziemlich verrückt. Also ich habe sozusagen diesen Mystery Bag bekommen, ohne irgendwas zu machen. Da läuft jemand. Treffer. Oha. Oh, fast. Jetzt komm her. Da steht noch jemand, oder? Haben wir getroffen? Habe ich tatsächlich getroffen.
Was zum Teufel? Bin ich so ein geiler Schütze? Ich hab's echt nicht gepeilt, dass ich den letzten Schuss noch getroffen habe. Oder aber wir haben den letzten gar nicht getroffen und derjenige ist einfach verblutet. Dass wir einen Treffer gelandet haben, der halt effektiv genug war. Dass die Person verblutet ist. Das ist natürlich auch möglich. Aber ich sag ja, hier wird nicht geklotzt, hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Das war ja meine Ansage. Und haha, einen haben wir schon mal umgehauen und haben natürlich auch was davon gehabt. So, dann stellen wir kurz ein paar Pfeile her. Pfeile gehen ja drauf hier wie nichts, also. Und ich möchte immer noch einen Button haben, um mehr herzustellen. Wir gucken auch mal kurz rein in den Mystery Bag. Ah, wieder hier so ein Brown Cameo Beanie. Gut, das ist jetzt nicht wirklich wichtig zu haben. Muss ich ehrlich sagen. Wir nutzen mal auch einen Verband, 5%, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was einem oder wer einem hier über den Weg läuft. So. Ich denke mal, wir haben auch gleich genug Pfeile. So, 3 Stück noch. Ah, wir könnten noch. Na komm, jetzt sind wir schon dabei. Jetzt sind wir schon dabei. Und der letzte. So, dann alles in die Tasche. Zack, zack, zack. 39 Stück. Wunderbar. Hat aber schön geschrien. Ich weiß nicht. Also entweder war es ein jüngerer Junge oder eine Dame, die da nur rumgeschrien hat. Irgendwie, es klang so ein bisschen weit entfernt vom Mikrofon, aber ansonsten hat da doch auf jeden Fall jemand ein bisschen Panik in sein Headset verlauten lassen. Oder in sein Mikrofon. So, ich denke mal, hier irgendwie was zu finden, was zu vermuten ist. Ja. Ich glaube, das ist vergeben. Vergebene Mühe. Ganz verrückt, als ob hier alles, als ob die im Sekundentakt alles leer looten. Keine Ahnung. Wer weiß, wie viele Lootgruppen hier auch unterwegs sind. Und wir sind wieder beim Thema Loot generieren. Wer weiß, wie lange das dauert, bis hier Loot generiert wird. Ist vielleicht auch von Server zu Server unterschiedlich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Da können wir gar nicht ins Auto gucken. Nichts drin. Ja, das wäre auch zu schade, wenn hier irgendwo nichts drin. Na, dann hauen wir mal den Zombie um. Vielleicht ist das ja auch ein gefallener Spieler. What? Oh, da ist einer. Er sagt, er ist freundlich. Hey. Ja, yeah, what's up? We're off that vehicle. Do you have any spare parts to a vehicle? No, I have nothing. There's a guy over here. He has a car with some spare parts. So, wir machen mal den Zombie kaputt. Ja, ich schieß doch nicht auf dich. Entspann dich doch. Hat er gleich wieder Angst. So, nee, ich will hier nicht irgendwie mit jemandem mitlaufen. Er sagt, hier hat er ein Auto gefunden. Was allerdings ein paar Teile braucht. Wir gucken mal rein. Was fehlt denn hier? Hier fehlt alles. Ja, super. Das hast du natürlich häufig, dass du hier ein Auto findest, wo ein bisschen Zeug drin ist. So, und die ganzen anderen Autos hier. Die kannst du alle in die Tonne treten. Nichts drin, also wirklich gar nichts. Nicht mehr irgendwie ein Rucksack oder Metal Shard oder irgendein Scheiß oder so. Also hier ist wirklich nichts drin. Nee, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Verstehe ich auch nicht ganz. Wir können ja mal da oben gucken, hier. In dieser Werkstatt. Und gucken nochmal hier bei dem Auto, aber ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwas finden. Tatsächlich, wir haben doch mal was gefunden. Halleluja. Ein Rucksack. So, beim Romero's gehen wir nicht rein, da waren wir jetzt schon mal. Da hast du meistens auch nur einfach ellenlange Regale und wirklich drin ist auch nichts, weil das auch ein schöner Anlaufpunkt ist. So, ist hier irgendwas? Nö. Nö. Boah. Diese Soundbugs, ne? Ich erschrecke mich zu Tode jedes Mal. Da steht der Dreckswolf. Oh, und daneben. Dreckswolf, echt, das ist so laut. So, Essen, Trinken wäre irgendwie eine Maßnahme. Das hätte was. Flugzeug? Und Ginger Epic redet hier. So, Flugzeug, einmal über meiner Position bitte im Airdrop. Danke schön. Das wäre sehr freundlich. So, aber ich sehe nicht, dass er irgendwas abwirft. Von daher, Wumpe. So, ist hier irgendwas in den Tonnen? Nope. Nix. Das ist natürlich unschön hier. Da sind zwei Werkzeugkästen, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas drin ist. Sind sogar drei. Das dachte ich mir. Das wäre auch zu schön gewesen. Kann man so eine kleine Mülltonne auch untersuchen? Nee, kann man gar nicht. Okay. So, hier war doch irgendwo einer, Ginger Epic. Da hinten läuft jemand. Wir gucken mal. Zwei Treffer. Komm schon. Haben ihn. Umgebung checken. Okay. Oh Gott, der hat ein bisschen was, aber wirklich was Spannendes hat er auch nicht. So. Hier war gerade noch jemand. Wir gucken mal, was sind das für Loot-Säckchen? Das sind die von uns wollen, oder? Jo, das sind die gleichen. Und die Branch, okay. Interessiert uns nicht wirklich. Aber da hat man es gerade gut gesehen. Wir sind nicht die einzigen, die das Feuer öffnen. Und, oh, da oben. Ah. Ah, Pfeil mit dem Bogen, ich weiß nicht. Ja, friendly, du siehst schon aus wie friendly. Ja, ja, friendly. So, Shakir, go away. I will kill you. So, mal ein bisschen Drohnen hier. So, schauen wir mal rein, was er hatte.
nüscht. Leider nüscht. Der hat sich gedacht, Mensch, machen wir es mal, wie der Kaisi gesagt hat, am Anfang einfach einen Bogen bauen und man hat ja nichts zu verlieren. Das war einer dieser Kumpanen, der meinen Ratschlag hier befolgt hat. Ich glaub's ja nicht. Frech. Und die haben das Auto kaputt gemacht, die Schweine. Oder hat es vorhin auch schon geraucht? Nee, hat's noch nicht. So. Das Problem einfach ist, wir brauchen was essen. Sonst ist hier bald aus. Hier ist nix. Müssen wir mal ein paar Dinger hier zerkloppen. Wir gucken gleich mal. Ein paar Kisten hier kaputt machen. Manchmal ist ja Essen drin. Flugzeug raus. Ja, hier ist richtig viel Essen drin. Nur diese bekloppten Planken. Auch was zu essen, Freunde. Oh, die sind aber schnell gefroren. Das ist sozusagen hier die Wood Plankception. Ist das zu essen? Ich dachte, hier kann auch mal was zu essen drin sein in diesen ganzen Kisten. Aber kannst du vergessen. Wir müssen was zu essen finden. Ich meine, wir haben ein paar Blackberries. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Hier liegt ein Säckchen. Blackberries, Pfeile. Hier ist scheinbar noch jemand umgekommen. Vermutlich. Wir schauen mal kurz. Ah, hier ist wieder kein Kühlschrank drin, oder? Ja, hier wird nichts in der Küche sein. Die Küche ist ja leer. Nee. Aber pass auf, was wir machen können ist, hier mal die Tür zu schließen. Und mal kurz ein paar Blackberries einverleiben. 85 Stück haben wir davon am Start. Oh, sogar 90 sehe ich gerade. Das ist nicht spannend. I know. Aber da kann ich ja nebenbei mal sagen, Mensch, wir haben aber gut getroffen mit dem Pfeil. Hätte ich gar nicht gedacht. Bisschen links, rechts antäuschen. Zam, zam, zam. Und dann zatsch die Butsch. Einmal einen schönen Schuss in den Kopf. Klatsch, klatsch, klatsch und so. So. Ja, aber Flüssigkeit geht hoch, Essen geht hoch. Blackberries sind was Feines. So, eat. Komm, den esst auch noch. Eat. Seht ihr, kann ich doch mal eine Folge Robin Hood nennen und so. Oh. Habt ihr das gehört? Hier lief gerade jemand. Hier lief gerade jemand. Da bewegen wir uns natürlich mal. Weg. Keine Ahnung, was hier sonst abgeht. Und vorhin war einer auf dem Dach. Keine Ahnung, wie lange auch diese Säckchen liegen bleiben. Mit den Überresten der Toten. Das weiß ich leider auch nicht. Habe ich aber auch noch nicht jetzt getestet, weil so viele Leute habe ich jetzt noch nicht getötet bei H1Z1, dass ich das jetzt irgendwie aufnehmen musste. Der Sack ist noch da. Der andere, der davon lag mit den beiden Branches, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Mal schauen, was haben wir hier hinten? Wooden Truck. Wrecked Truck, nicht Wooden. Schau mal, hier haben wir doch irgendwie eine Gaststätte. Mehrere Gas. Oh.
ehrlich. Ja. Friendly. Sure. Er ist friendly, sagt er. Oh! Haben wir uns gegenseitig Headshots? Both Headshot? Oh man! GG! Er sagt, er ist friendly. Aber ich glaube halt, wenn Leute sagen, sie sind friendly und zielen immer mit dem Bogen auf mich, na. Ah, da sind wir dann wieder bei dem Vertrauen. Und ich glaube, wir haben uns gerade gegenseitig mit dem Headshot erledigt. Ich habe es nicht genau gesehen, das muss ich mir dann nochmal in der Aufnahme angucken, aber für mich sah das aus, als ob ich einen bekommen habe und ich ihm aber auch einen gegeben habe. War das nur der dritte Kill, vierter Kill? Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, vierter, ne? Damit kann man leben in einer Doppelfolge. Ja, war jetzt auch eine Doppelfolge mit. Da werde ich einfach irgendwo in der Mitte mal einen Break machen. Da gibt es zwei Folgen und dann haben wir das. Gut, damit mache ich erstmal mit H1Z1 Feierabend mit den regulären täglichen Folgen. Es wird noch weitere geben, auf jeden Fall. Wie gesagt, Battle Royale wird kommen, sobald ich da Footage habe. Vielleicht sind das auch mal zwei, drei Spiele, die einfach zusammengeschnitten sind, um euch das einfach zu zeigen. Und wenn neuer Content kommt, seht ihr das auf jeden Fall auf meinem Kanal. Also abonnieren lohnt sich. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse an H1Z1. Und ich freue mich, wenn ihr einfach meine anderen Projekte dann begleitet. Bis dann. Ciao, euer Kaizi.